Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Heute geht es um das Thema Schönheit und das Extreme und wie genau diese beiden Komponenten dir helfen auf deinem Lebensweg oder in deiner Profession. Bleib dran. Ja, Schönheit birgt das Extreme, sagt man. Schönheit ist das Zusammenspiel aus allem. Schönheit ist die Kraft, die inspiriert, die Leben spendet. Und das Extreme ist die Kontur, ja, ist die Spitze des Eisbergs, die hervorragt, ist vielleicht etwas, was polarisiert, was die Leute abschreckt oder was sie anzieht. Wichtig, du brauchst beides. Ein Beispiel wäre der Kreis. Der Kreis ist ja nicht wirklich rund. Der Kreis ist vielmehr ein Ellipsoid. Je runder du ihn darstellen möchtest, desto mehr ist die Kreiszahl Pi für dich relevant. Pi ist ja die Zahl, die du unendlich weit fortsetzen kannst, die du berechnen kannst, über mehrere Seiten hinweg, und du wirst nie eine Antwort auf diese Pi-Zahl finden. Fakt ist aber, je genauer du diese Zahl berechnest, desto runder wird dein Kreis. Jetzt kannst du natürlich auch auf der anderen Seite sagen, du, das Extreme interessiert mich alles gar nicht. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist der Kreis, also die Wirkung von dem, was ich tue. Ja, aber selbst wenn du Talent hast und diesen Kreis zeichnest freihand, dann wird dir dein Talent irgendwann auch nichts nützen, wenn du die Kontur so scharf wie möglich, so perfekt wie möglich zeigen möchtest. Erst wenn du dich in das Extreme hineinbegibst und das Ganze versuchst, möglichst annäherndsweise perfekt hinzubekommen, sind wir bei dem Extremen, was dazu führt, dass dein Kreis seine Wirkung entfalten kann. Bist du in deinem Lebensweg dem Extremen begegnet? Bist du in deiner Profession an einer Stelle, wo du sagst, ja, ich könnte jetzt in die Richtung gehen, aber es ist sehr extrem. Ich habe um Feedback gefragt, aber letztlich negatives Feedback kriege ich zurück. Und andere auf der anderen Seite, die Leute, die es getan haben, sind Spinner. Die werden nicht akzeptiert. Dann mach dir bewusst, möglicherweise bist du gerade an diesem Punkt gekommen, wo du dem Extremen gegenüber trittst. Nun, das Extreme ist einfach wertungsfrei. Ganz gleich, ob die Leute dich dafür verurteilen werden, wenn du es erkundest, oder ob die Leute dich dafür huldigen, weil du was ganz Besonderes kannst. Wichtig für dich ist aber und entscheidend, das Extreme mit all seinem Respekt und seiner Weisheit entgegenzutreten, ist wichtig, damit du wirken kannst in dem, was du tust. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen von diesem Video. Jetzt an dieser Stelle möchte ich dir nochmal ein Angebot machen. Du kennst mich, ich biete ebenfalls extreme Praktiken an. Praktiken, die Leben spenden. Ja? Ein Training, was dir ermöglicht, gesunde, robuste Gesundheit zu festigen, was dir ermöglicht, bessere Entscheidungen im Leben zu treffen und welches dir ermöglicht, deine individuellen Stärken, die nur du hast, zu fördern. Wenn dich das Ganze interessiert, schau gerne auf meiner Website vorbei. Ansonsten sehe ich dich im nächsten Video und bis dahin, mach's gut.